geiles Spiel, geiler Verein, geiles Stadion. Jeden Tag dieses Training gibt, warum man sich jeden Tag diese Action gibt, warum man sich am Wochenende den Stress gibt, 3 Uhr nachts im Bett gelegen, aber trotzdem Probleme einzuschlafen. Wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist wieder Freitag. Ihr wisst, was das bedeutet. Es ist Matchday. 19 Uhr auswärts gegen SV Meppen. Geiles Spiel, geiler Verein, geiles Stadion. Ist so ein bisschen das Highlight, was Zuschauer angeht. Also da hat man automatisch noch mal ein bisschen mehr Bock. 10 Uhr geht's los, ganz entspannt. Wir trainieren auf dem Weg und dann fahren wir entspannt zum Stadion. Ich glaube, wir trainieren irgendwo in Bremen, halten kurz, essen und dann geht's weiter. Wird ein schweres Spiel. Zu Hause sind die stark. Ist normal bei der Kulisse, die immer da ist. Da hat man den einen oder anderen PS vielleicht mehr auf der Straße. Das müssen wir heute auch zeigen, sonst wird es wieder schwer. Letzte Woche verloren, deswegen müssen wir jetzt nachlegen. Aber wir haben gut trainiert, wir sind bereit, wir wissen, was uns erwartet und wir brauchen Punkte. Mehr brauche ich nicht sagen. Deswegen hauen wir alles rein. Jetzt machen wir erstmal unsere Meter noch zu Ende. Dann bereite ich alles vor, packe meine Lunchpakete und so weiter. Und dann geht's ab. So, Freunde, da sind wir wieder. Jetzt geht's kurz und knackig an die Tabletten. Wie es für den alten Mann gehört. Dann knall ich mir mal einen Kaffee. Da mache ich mir gerade Brezel. Ich hatte gestern einen Einfall bei Rewe. Hab mir kurz Brezeln gemacht und dachte mir, die sind im Bus der Cheat. Jeder will mit mir meine Tupperdose tauschen, Leute, im Bus. Ich sag's euch. Guckt's euch an. Memo. Aber ich habe wieder Zeitdruck. Ich leih mir das jetzt. Mit Käffchen, da ziehe ich mich an und dann geht's los. Ciao. So, Freunde, let's go. Das wird ein langer Tag, aber das wird ein geiler Tag. Ich habe ein gutes Gefühl, ich habe Bock. Geiles Spiel, das sind die Spiele, warum man sich jeden Tag dieses Training gibt, warum man sich jeden Tag diese Action gibt, warum man sich am Wochenende den Stress gibt. Das sind die Spiele, die Spaß machen, aber man hat nur Spaß, wenn man auch gewinnt. Und deswegen müssen wir alles reinhauen und das werden wir. Und dann werden wir einen richtig geilen Tag haben. Also, auf geht's, ab geht's. Let's go. Ladies and Gentlemen, it's match day.
Freunde, 2.37 Uhr und ich habe schon in anderen Vlogs gesagt, wenn man nach Hause kommt von so einer Tour mit einem Donut, also mit 0 Punkten, das tut einfach weh. Braucht noch nicht so die richtigen Worte, noch nicht so die richtige Erklärung. Deswegen lege ich mich jetzt rein und wir hören uns morgen. Hallo. Hallo. So Freunde, da sind wir wieder und vorab muss ich sagen, mittlerweile fallen mir diese Vlogs echt schwer. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, aber ich glaube schon. Keine einfache Situation, vor allem wenn du 12 Stunden im Bus sitzt und eigentlich so die ersten 35 Minuten gut spielst, in Führung gehst und dann das Spiel wieder herschenkst. So, das ist schwierig, aber die Lage ist, wie sie ist. Man muss es akzeptieren, man muss die Bedingungen jetzt annehmen und wir müssen uns damit befassen, dass wir im Abstiegskampf drin hängen. Anfang der Saison wollten wir oben mitspielen, vielleicht sogar Meister werden, haben wir keinen Hehl draus gemacht und jetzt ist es Abstiegskampf. So ist es aber manchmal im Fußball und wir müssen weiter Gas geben, noch enger zusammenrücken, mehr Gas geben wollte ich sagen, noch enger zusammenrücken, Arschbacken zusammenkneifen und gerade wir erfahrenen Spieler, wir müssen jetzt vorneweg gehen. Hab eine Vorlage gemacht zum 1-0, war eigentlich auch zufrieden mit meinem Spiel, aber am Ende ist die Enttäuschung wieder groß, weil wir mit 0 Punkten nach Hause gekommen sind. Nützt aber nichts, denn Sonntag geht schon wieder weiter. Nächste weite Tour, nochmal 70 Kilometer mehr. Soll keine Ausrede sein, aber wir brauchen Punkte. Inwiefern nimmst du das ganze Theater mit nach Hause, mental? Sehr, sehr doll. Also ich habe echt immer Probleme einzuschlafen. Auch jetzt nach der langen Tour. Wie gesagt, 12 Stunden im Bus, man kommt nach Hause, man hat sogar gespielt, 90 Minuten und ist eigentlich kaputt. 3 Uhr nachts im Bett gelegen, aber trotzdem Probleme einzuschlafen. Also ist schon echt, wie gesagt, nicht einfach. Man schleppt schon einiges mit sich rum, aber man kann sich jetzt nicht drücken. Da muss man durch. Und das wird einen nur stärker machen, sage ich. Wie geht es dir gedanklich mit dem nächsten Spiel? Das ist ja jetzt eine Mannschaft, die, ich würde sagen, ich glaube, relativ weit unten in der Tabelle steht. Und ich weiß aus der Vergangenheit, dass Flensburg meistens immer mit denen am meisten Probleme und Theater hatte. Der Unterschied ist natürlich jetzt, dass wir auch unten in der Tabelle stehen, sehr weit unten in der Tabelle. Aber ihr trotzdem von anderen Mannschaften ja immer noch ganz gut bewertet werdet, so, ne? Und ernst genommen werdet auch. Ja, Meppen hat auch gesagt, wir haben eigentlich gute Jungs und die verstehen nicht, warum wir da unten drin stehen. Aber ich habe die Erklärung, wir machen zu viel Fehler, werden halt direkt bestraft, unsere Chancen gehen nicht rein und dann stehst du halt da unten. Aber jetzt zu Spelle, nächste Woche Aufsteiger, haben nichts zu verlieren. Ich glaube, für die geht es nur darum, in der Klasse zu bleiben und wir müssen da unten schnell raus. Wir müssen bis zum Winter irgendwie Punkte sammeln, dass wir nochmal 2, 3, 4 Plätze klettern und dann im Winter uns neu zusammensetzen, neue Ziele setzen und irgendwie das Beste draus machen. Aber es ist ein sehr undankbares Spiel gegen einen Aufsteiger mit Euphorie, die das Ganze als Abenteuer sehen in der Regionalliga und da müssen wir dagegen halten und auch unsere Pers auf die Straße kriegen. Sonst wird es auch dort wie in jedem anderen Spiel schwer. Wie versuchst du selber mit der Situation jetzt mental noch umzugehen und dich auf dieses Spiel dann vorzubereiten? Ich muss gerade den jungen Spielern zeigen, dass auf mich Verlass ist, so, dass ich an uns glaube, was ich auch tue, denn wir haben die Qualität, aber das ist meine Aufgabe, das auch nach außen zu tragen und die Jungs mit zu unterstützen, damit wir dahin fahren, selbstbewusst auftreten, trotz der aktuellen Lage und 3 Punkte mitnehmen. Wäre es nicht erstmal sinnvoll, sich generell mal ein Unentschieden vorzunehmen und nicht immer nur den Sieg? Es ist schwierig, als Weiche Flensburg nach Spelle zu fahren und zu sagen, wir nehmen Punkte mit. Das reicht. Aber aktuell brauchen wir jeden Punkt und vielleicht müssten wir es etwas ruhiger angehen. Dass man einfach erstmal sich als Ziel setzt, vielleicht kein Gegentor zu bekommen. Das haben wir uns jetzt auch gesetzt. In Meppen hat leider nicht funktioniert. Aber ich glaube, wir können nicht nach Spelle fahren und sagen, wir wollen eine Unentschieden spielen, weil wir müssen einfach gewinnen und da kann man sich auch nicht hinter verstecken, dass jetzt nicht läuft. So, wir haben gute Jungs, wir sind eine gute Mannschaft und wir müssen dieses Spiel einfach gewinnen. Fertig aus. Egal wie. Schön spielen, interessiert auch keinen. Ich glaube, am Ende zählen die Punkte wie gegen Kilja Kiel. Da haben wir auch nicht gut gespielt, aber wir haben 3 Punkte geholt und das muss jetzt auch wieder so sein. Hattest du schon mal eine ähnliche Situation in deiner Fußballkarriere? Nee, eigentlich nicht. Mit Hildesheim war auch immer Ziel Klassenerhalt. Von daher wusste ich, dass es da unten eng zur Sache geht und wir dann auch am letzten Spieltag es sogar erst gegen St. Pauli geschafft haben. Und jetzt ist es eine ganz andere Situation, weil du einfach drumherum viel mehr Druck hast, viel mehr Unzufriedenheit hast, weil keiner so wirklich verstehen kann, warum wir da unten sind. Und in Hildesheim war es halt so, wir wussten von Anfang an, dass wir gegen Abstieg spielen und hier halt nicht. Und das ist so der krasse Unterschied. Vielleicht sollte man die Ursache herausfinden. Das werden wir. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug geredet. Ihr merkt es, es ist nicht einfach für mich. Es ist eine schwierige Situation. Deswegen versteht ihr mich vielleicht auch ein bisschen, dass ich hier nicht mehr so viel Energie habe. Ihr solltet euch gegenseitig viel pudern. Das wäre, glaube ich, ein guter Anlass. Aber wir machen weiter. Und wie gesagt, Sonntag geht es in Spelle. Wieder um 3 Punkte. Da haben wir die Chance, besser zu machen. Also lasst gerne trotzdem ein bisschen Liebe da. Und wir sehen uns in Spelle.